So, da ist schon wieder das Biergeklicke. Wir haben richtig geile Bierlieferungen von euch bekommen. Oh, jetzt guck mal, ich fange schon mit dem falschen Punkt wieder an, aber das war ja fast zu erwarten hier. Ja, wir haben richtig drei Pakete von euch bekommen hier. Tegernseer Spezial, das haben wir auch gerade schon mal direkt geöffnet, weil es einfach ein saugeiles Bier ist. Dann haben wir noch, ihr habt es wahrscheinlich auch schon in der Instagram-Story gesehen hier, ich muss genau den Namen gucken. Schremser Hanfbier. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich hab da noch ein bisschen Angst vor. Was wollt ihr uns damit sagen? Hast du dafür auch noch Angst oder hast du da schon eins von heimlich zu Hause getrunken? Du warst so gut drauf heute. Nee. Ich habe nichts getrunken. Ich lese mal hinten drauf vor. Ich sehe es nämlich gerade. Schremser Hanfbier. Die Blüte der Hanfpflanze liefert einige schmackhafte Aromen. Dies wussten schon die Bierbrauer des Mittelalters, die neben dem Hopfen auch Hanfblüten zum Würzen des Bieres verwendeten. Bestimmt nur wegen dem Geschmack. Wir werden es testen. Wir werden es testen, genau. Und dann haben wir noch Schmucker Meisterpilz bekommen, mit Namen versehen. Da könnt ihr nochmal in Instagram-Story gucken bei uns. Triathlon Crew Cologne auf Instagram. Da haben wir nochmal ein paar Bilder gepostet. Und wir machen nachher nochmal ein extra Bild hier. Nochmal ein Close-Up von Dr. Zeller, Stackenburg. Und Johann hast du nicht mitgebracht, weil der ist heute nicht hier. Der ist ja in Südafrika, der Penner. Das hast du aufbewahrt, ne? Das kann er trinken, wenn er zurück ist. Hoffentlich ein Siegerbier. Ja, das wäre großartig. alle gucken Ironman Südafrika nächsten Samstag. Sonntag. Nächsten Sonntag. Doch, nächsten Sonntag und dann am Freitag ist Bahrain, ja. Dubai. Ja, siehst du. Der Nick ist wie immer vorbereitet. Ja, wir haben auch nette Briefe dazu bekommen. Ich kann ja mal so ein bisschen zitieren. Der ist von Uli. Danke, Uli. Mit einem bösen Hasen drauf. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, also das ist insgesamt, dass er sein Training in Eigenregie es umstellen kann oder einstellen kann. Dafür hat er sich bedankt. Und auch, dass ihr die Spaßfahne hochhaltet bei den ganzen verbissenen Triathleten, denen man ständig über den Weg läuft. Fand ich sehr sympathisch, dass er das auch nochmal betont hat. Und dann haben wir einen riesen langen Brief bekommen. Hey, Triathlon Crew Cologne mit dem Logo sogar von uns. Ja, richtig gut. Da sind Leute vorbereitet, nicht so wie wir. Ja. Versuch Nummer 3. Derjenige, das ist Tim, der hat uns dreimal Bier geschickt. Ja, Lodda Pfaffus oder so gleich auf Instagram. Genau. Der hat immer die Stories gepostet, wie es zerbrochen zurückkam. Es ist angekommen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, welches Bier er jetzt gesendet hat, aber er hat es wahrscheinlich sehr, sehr safe eingepackt. Er bedankt sich auch und dass wir hier auch so ein bisschen so ein paar alte Philosophien auf den Prüfstand stellen und so weiter. Also vielen, vielen Dank. Hört nicht auf damit. Dann werden wir noch viel mehr Bier sorgen. Wir machen nur noch Podcasts mit Bier. Genau. Und wir brauchen noch mal einen Flaschenöffner. Vielleicht habt ihr da mal ein paar Alternativen. Sebastian kann das übrigens nicht mit einer anderen Flasche eine Flasche aufmachen. Da habe ich zwei linke Hände. Na, da ist er eine Flasche. Ja, und das dritte Bier, da haben wir irgendwie, ist es ausgepackt worden, nicht von uns. Und da war kein Brief bei, glaube ich, ne? Ja, ich weiß gar nicht, von wem jetzt was war. Aber ich habe jetzt nur zwei Briefe bei uns in der Firma gefunden, aber drei Biersorten. Vielleicht schreibt ihr nochmal kurz, welches Bier geschickt hat in die Kommentare. Das wäre grandios, damit wir uns nochmal persönlich bei euch bedanken können. Das wäre echt super. Wir haben es versaut. Wir haben nicht richtig, wie sagt man, die Briefe aufgemacht. Nicht vorsichtig genug. Wir waren zu gierig. Ja, wir haben nur das Bier gesehen. Genau, also vielen, vielen Dank. Echt cool, dass das so klappt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal öffentlich quasi hier Bier trinke und drüber spreche. Ist ja nicht öffentlich, uns sieht ja keiner. Ja, okay. Vielleicht haben wir ja nur Wasser. Verbal. Genau, wir verkaufen das eigentlich. Ja, genau. Ja, dann ein richtig geiles Thema, Punkt 2, was wir nochmal kurz eigentlich Punkt 1. Ja, eigentlich Punkt 1, aber du bist schuld, weil du mit diesem Anstoßen des Bieres anfangen wolltest. Wir haben schon überall gepostet, auf YouTube 10.000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Crew Cologne. Richtig krass, richtig geil. Vielen, vielen Dank euch allen und alle, die jetzt hier zuhören und noch nicht abonniert haben, natürlich dran denken, dass ihr auch den Kanal abonniert. Ja, es sind immer noch über 50% Nicht-Abonnenten. Ja, das steigt sogar, haben wir jetzt gesehen. Wir haben noch eine Auswertung geguckt. Die View-Zahlen, die aktuellen, sind irgendwie über 55, 56% immer noch ohne Abo. Deswegen drückt auf Abonnieren.
Wir haben jetzt leider, irgendwie kam das überraschend, wo ich auf Lanzarote war mit diesem 10K. Das haben wir wollten erst ein Video machen, aber dann haben wir gedacht, nee, machen wir doch nicht, weil wir haben noch irgendwie nichts Cooles in der Pipeline für euch und nichts Geiles, was wir euch anbieten können. Da müssen wir nochmal überlegen. Wir haben was in der Pipeline. Ja, aber das ist noch nicht da. Ist noch nicht, wir waren zu spät dran, um das ganz ehrlich zu sagen. Nee, oder ihr wart zu schnell zu viele. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wir haben nicht mit den ganzen Schwarzsehern gerechnet, die vorher noch nicht auf Abonnieren geklickt haben und uns kein Bier geschickt haben. Eigentlich sind alle Schwarzseher, die uns kein Bier schicken, die bezahlen nicht dafür. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Die YouTube, als deine Hypothese hier. Die YouTube-Maut ist das jetzt. Die Steuer. Ja. Sebastian ist jetzt der Steuereintreiber in Bier. So mache ich das. Das klappt. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall echt vielen, vielen Dank dafür für alle, die abonniert haben. Wir lassen uns noch irgendwas einfallen, beziehungsweise haben schon ein paar kleine Ideen. Es ist noch nichts fix und sobald wir das haben, werden wir ein rückwirkend 10K Dankeschön-Video machen. Können wir so nennen? Ja. Glaube ich, können wir machen. Du hast das ja schon so ein bisschen auf Lanzarote angeteasert. Ich glaube, auf Instagram, viele haben das ja schon gesehen. Ja, da folgen uns ja noch nicht so viele. Da sind wir ja noch. Leute, was ist denn los? Ja. Ja. Alle jetzt sofort Handy raus. Kann man beim Podcast super machen, weil man eh auf dem Handy hört. Instagram aufklicken, Triathlon Crew Cologne und abonnieren. Das wird ja heute so eine Werbung-Folge, ich merke das schon. Es läuft, läuft. Wir promoten die eigenen Kanäle. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sind so zwei, drei Sachen, die wir geplant haben. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback dann, aber müsst ihr noch, wie wann kommen die Sachen, weißt du schon ungefähr? Februar, März? Hoffentlich Ende Februar, Anfang März, ja. Ja, okay. Und ich persönlich freue mich unfassbar und du dich, glaube ich, auch. Eigentlich machen wir das ja nur für uns. Eigentlich schon. Wie immer. Wie immer alles, wir machen nur die Sachen, auf die wir Bock haben und das werden wir auch weiterhin so machen, das können wir euch versprechen. Das funktioniert also auch im Leben. Wir nehmen nicht die ganzen Kooperationsanfragen an von chinesischen Sonnenbrillen, Uhren und sonst was Gadgets, die hier reinkommen. Ja. Ja, apropos Anfragen, ich habe immer noch nicht meine Nike-Schuhe bekommen. Was ist denn da schiefgelaufen? Also, wenn ihr jemand von Nike kennt, ja. Jetzt ist aber echt mal Schluss. Ich weiß nicht, was ich noch machen muss hier, Freunde. Wir müssen irgendwie gleich die Kurve kriegen. Ich kaufe mir demnächst ASICS-Schuhe, wenn es so weitergeht. Oder on. Mal gucken. Aber, naja. Erzähl mal was über Lanzarote. 10K und Bierthema zu Ende, genau. Ich erzähle lieber was von Lanzarote, bevor das hier ausartet und du gleich noch irgendwie hier so ein, wie nennt man das? Diesen Küchenvollautomaten, der alles für einen kocht. Der Thermomix? Nicht, dass du gleich noch deinen Thermomix einforderst. Ja. Also wenn da jemand Kontakt hat. Nein, bitte nicht. Nein. Ja, Lanzarote. Wir waren zusammen mit dem Johann 3 Wochen auf Lanzarote. 4? Ich war nicht da. 3? Ach ja, du warst, stimmt. Dankeschön. Du warst arbeiten. Ja. Ist halt so. Ist halt so. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich da nur. War richtig geil. Ich bin endlich mal wieder Rad gefahren ein bisschen. Jetzt, Wie viele Kilometer hast du gemacht? Ja, das wollte ich gerade mal nachgucken. Ich hatte das letzte Mal nachgucken und habe dann gedacht, so, boah, richtig viel. Und dann habe ich gesehen, irgendwie doch nicht so wie viel. Wie lange warst du jetzt nochmal da? 3? 3 Wochen, ja. 3 Wochen hast du 600 Kilometer gemacht höchstens. Was? Also das habe ich ja pro Woche gemacht. Nicht ganz, aber da hab ich deutlich mehr. Ich muss hier mal gerade meine App rausholen. Da, so, sie lädt. Damit ich hier. Aber hast du denn da auch ein Camp geleitet? Ich weiß es nämlich ja, gar nicht. Ja, ich habe 2 Wochen für Daniel wieder Triathlon-Schule ein Camp geleitet oder was heißt nicht geleitet, sondern Schwimmtraining gegeben. Hm. Ach stimmt, das habe ich gesehen. Doch. Genau, und Radgruppen geführt und wann sind wir denn angekommen? Hier in der Woche. Wo stehen denn die? Ich guck mal, ich bin in diesen Apps so schlecht. Ich weiß nicht mehr, wo ich meine Ergebnisse. Ja, ich glaube, es haben schon einige Leute mitbekommen, dass wir bei den Gadgets nicht so weit vorne mit dabei sind. Das ist ja auch Quatsch. Was geil war, jetzt schon wieder so ein Einschub bei den neuen Schwimmvideos bei uns auf dem Kanal. Hast du gelesen den Kommentar? Mit der Uhr? Ja. Ja. Fand ich überragend. Ja, ich verstehe auch nicht, warum der Johann das immer macht. Ja. Weil es ist wirklich, die Uhr zählt bei Johann immer falsch. Ja,
wir müssen den Kommentar, such du mal parallel den Kommentar raus, damit wir den nochmal hier vorlesen können. Oder warst du im Kopf, was da genau drin stand? Ein Wassergefühl, dass das Wassergefühl ohne Uhr besser wäre. Ja, und zieht so viel Wasser rein und sonst was. Luftbläschen, ja, genau sowas. Ja. Und diese Gabenuhren auch nicht richtig zählen und so. Aber Johann hat dann kommentiert, Training, was nicht aufgezeichnet wird, hat nicht stattgefunden. Ja, und ich hatte kommentiert mit unserem Kanal drunter, hast du es gelesen? Nee. Ich habe drunter geschrieben, Johann kann halt weiter schwimmen, als er zählen kann. Ja. Deswegen braucht er die Uhr. Kann ich ja sagen. An schlechten Tagen vor allen Dingen. So, pass auf, ich bin gefahren. Diese Woche, die ja quasi noch läuft und ich, jetzt schon. Also ja, heute ist Sonntag. Ja, am 17.01. war meine letzte Radfahrt. 209 Kilometer. Diese bin ich gar nicht weiter davon entfernt. Die Woche davor 349,8 Kilometer. Und die Woche davor 486,39 Kilometer. Hast du das abgebaut? Ich habe degressives Training gemacht. Erstmal viel. Nee, ich bin erst wirklich nur rumgeeiert und locker gefahren. Und dann habe ich nachher nochmal ein paar Intensitäten eingebaut. Mhm. Das war der Trick. Alles klar. Und in der letzten Woche habe ich kein Camp mehr geleitet, sondern habe eigentlich vorrangig gearbeitet. Und bin nur morgens. Nein, jetzt wirklich. Ja. Weil, ich sag dir sogar, was ich gemacht habe. Diese ganzen Schwimmvideos mit dem Johann mussten geschnitten werden. Ja. Sind auch schon alle auf YouTube hochgeladen und geplant übrigens. Aber bei Johann ist, ich habe es glaube ich gesehen, aber Johann ist immer ein One-Take, ne? One-Take-Wonder. Ja. Mhm. Fast. Sorry Johann. Aber es würde ihm jetzt nicht schwerfallen, sich das anzuhören, weil er ist ja in Südafrika, so ist wieder es, in der Sonne. Aber ich muss jetzt auch den Johann meinen Schutz nehmen. Ich könnte ja auch nochmal die ersten Aufzeichnungen von dir rausnehmen. Was? Das waren auch am Anfang nicht immer One-Takes, wie jetzt am Ende. Habe ich ihm ja auch gesagt. Ja, ja. Aber es ist, das muss man ihm auch sagen, es war diesmal schon viel besser als das erste Schwimmvideo, was wir hier gemacht haben. Also, er hat sich schon viel mehr verbessert. Und genau, jetzt muss ich noch einen Gedanken zu Ende bringen. Die letzte Woche bin ich nur morgens 1,5 bis 2 Stunden gefahren und habe mich dann in die Sonne gesetzt zum Arbeiten. Ich habe nur gehört, in die Sonne gesetzt. Ja. Ihr auch, oder? Ja, auch so. Das belassen wir mal dabei. Aber jetzt mal zu dir. Johann ist nicht da, aber du bist der Trainer. Ich weiß nur, Johann hat verdammt viel und hart trainiert und ist, glaube ich, in den 2 Wochen solide gearbeitet. Ja. Wollen wir da ein paar Insights mal geben? Insights, ja. Jetzt mal, war nicht abgesprochen, aber. Nee, das muss ist ja ich auch, hier live. Ich komme auch ein bisschen ins Schlingern gerade, muss gerade überlegen. Also, ich würde sagen, dass er gar nicht so unfassbar viel trainiert hat. Also im Trainingslager kann man ja schon mal auch als Profi-Triathlet 35 Stunden trainieren, das hat er jetzt nicht gemacht. Ich glaube, es waren 28, was jetzt nicht wenig ist, und ich glaube in der zweiten dann 26 Stunden. Aber viel, also wir haben noch ein paar hochintensive Reize gesetzt, aber gar nicht mehr so viel, weil schon der Umfang durchaus im Vordergrund stand. Wir sind nicht so viel, oder er ist nicht so viel geschwommen, wie jetzt vielleicht viele denken würden, weil er ja ein guter Schwimmer ist. Schwimmen kann er. Kann er. Da haben wir eigentlich nur auch Grundlagenausdauer gemacht, einfach Kilometer. Aber auch ist ohne wirklich einen Schwerpunkt drauf zu setzen. Der Schwerpunkt war eigentlich auf Mitteldistanztraining, sehr spezifisches Race-Pace-Training und Laktatbildungsrate senken. Eine Schlüsseleinheit, ich glaube, die kann man schon mal verraten. Das ist jetzt auch das ist keine Raketenwissenschaft, die Einheit. Das waren 6x10 Minuten Schwelle. Mit 5 Minuten Pause in dem Beispiel, in dem Fall. Und ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, er ist das auf 360 bis 370 Watt gefahren. Also er ist schon wieder sehr, sehr fit, vor allem, weil der Pulswert da entsprechend auch mal gut war. Und ansonsten war halt auch viel Grundlage dabei. Und wie gesagt, ein paar Koppeleinheiten, die Mitteldistanz spezifisch waren und ein längerer Lauf, weil man darf natürlich nicht auch vergessen, dass er relativ früh in diesem Jahr eine Langdistanz machen wird. Und darauf wollen wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Genau. Ja, sehr geile Infos schon mal so. Wenn ihr über sowas auch noch mehr wissen wollt, könnt ihr das auch mal ruhig in die Kommentare hauen. Also wir können auch mal vielleicht, wenn wir einen Johann beim nächsten Podcast wieder mit dabei haben, auch mal da ein bisschen mehr so über das Training sprechen und auch vielleicht, was ich auch mal interessant finden würde, sogar als Mitsprecher hier, aber wenn ich euch reden höre, so ein bisschen
die Einschätzung, was du damit bezwecken willst im Training, wie Johann das fühlt, die Ermüdung oder ob ihm diese Einheit auch in diese Richtung was bringt oder sonst was, das fände ich vielleicht auch mal eine geile Sache, die wir hier machen können. Wie gesagt, Ziel war jetzt nicht, die VO2 Max zu erhöhen oder so, das haben wir vorher gemacht. Wir haben halt viel bipolar vorher trainiert, gerade auf den, in den Rolleneinheiten, auch Einheiten, die wir hier schon gezeigt haben auf dem Channel. Da haben wir sehr, sehr viel gemacht und hat auch echt ordentlich gelitten, das weiß ich. Das war aber auch nötig, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Und parallel haben wir versucht, den Laufumfang aufzubauen, waren da sehr vorsichtig, vielleicht ein bisschen zu konservativ für sein Gefühl, aber ich glaube, am Ende hat sich das schon ausgezahlt jetzt. Und jetzt wirklich im Trainingslager war es einfach nur Laktat, also ökonomisieren, könnte man auch sagen. Und Das haben wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Level gemacht. Er ist dann auch noch ein Tabayesco, ist einmal ein Zeitfahren hochgemacht. Das habe ich nämlich gerade rausgesucht hier. Ja. Auf Strava 26 mit 380 Watt. So viel waren es nicht. Steht hier. Ja, das ist aber Strava wahrscheinlich gemessen. Nee, das ist ja sein Wattmesser. Wahrscheinlich hat er es ein bisschen runter gemacht, weil er es in diesen 6x10 Minuten gefahren ist, glaube ich. Keine Ahnung, nein. Er ist auch ein Tabayesco-Test gefahren. Da ist er weniger gefahren. Ja, meine ich ja. Und er ist ja, genau, da ist er weniger Watt gefahren und Er ist ja dann aber 2 Tage später bei. Ja, das waren aber nicht die 6x10. Das war was anderes. Ja, aber da hat er mich, nachdem er die. Nee, das war was anderes, du hast recht. Aber auf jeden Fall ist er da nochmal gefahren und ist dann deutlich schneller gefahren. Er sollte gar nicht so intensiv fahren, aber ja. Ja, aber es war Rückenwind am Tabayesco, hat er mir erzählt. Auf jeden Fall. Und mindestens musste er halt Gas geben. Und da war so ein kleines Ego irgendwo und hat ihm gesagt, er muss nochmal ein bisschen schneller fahren. Aber ist auch okay. Er ist auf jeden Fall dieses Jahr Tabayesco Climb auf Strava auf Platz 2. Ah. Nur Frederik Egehus ist schneller und zwar gute 40 Sekunden. Mist, sag ihm das nicht. Doch, das weiß er ja. Das hat er ja versucht zu brechen. Gute ist, dass er jetzt in Südafrika ist und dass er es nicht wieder versuchen kann. Das Ding ist, der muss super leicht sein hier. Ich suche es gerade mal raus. Ich habe es hier gefunden von ihm. Der ist nur irgendwie. Hier ist nur die Zeit, hier steht kein. Doch, da steht ein bestimmter Wattwert. Der ist nur 354 Watt gefahren. Ja, nur würde ich jetzt nicht sagen. Johann 380 für 40 Sekunden langsamer. Aber er ist auch nicht 380 Watt gefahren. Das ist stimmt nicht. Das ist egal. Es war ein hoher Wert, würde ich jetzt mal so behaupten. Hier steht, auf Strava steht 380 und ich habe gelernt, was auf Strava steht, stimmt. Das stimmt, ja, okay. Ich sagen, 308 hört ja besser an. Ja, abgehakt. Ja, jeder, der eben zugehört hat, weiß ja jetzt auch ungefähr, was er gefahren ist. Ja, genau. Lanzarote, Wetter war gut, hä? Ja, wir hatten unfassbar viel Glück diesen Ende Dezember bis Mitte Januar jetzt. Also es war richtig geiles Wetter und was noch viel geiler war, es war kaum Wind. Also wir hatten so 10, 15 km/h Wind, eigentlich fast gar nichts. Sprich, das war echt kurz und Weste habe ich dabei gehabt, aber irgendwie zu 95% nicht angehabt. Ja, aber du bist ja auch fett aktuell. Ja, aber ich. Weil Johann hat die nämlich an, hab ich gesehen. Man muss auch sagen, Johann ist auch manchmal mit dem Wintertrikot gefahren. Aber er muss auch sagen, also er war wieder sehr austrainiert. Und bei Johann, das hört sich ein bisschen blöd an, vielleicht auch gar nicht, ein bisschen unwissenschaftlich, aber wenn das dann passt bei ihm, dann weiß ich auch, dass dann der Rest passt. Bei ihm ist es nämlich wirklich Form follows Function, könnte man auch sagen. Und das ist dann bei ihm immer sehr eindeutig. Wenn er wirklich sehr, sehr austrainiert rüberkommt und schnell friert im Wasser, dann weiß ich, wenn ihn die Leute wieder ansprechen, ob er krank ist. Ja, dann muss der Wettkampf aber eigentlich auch schon gestern gewesen sein. Ja, okay. Dann hoffen wir mal, dass es nächsten Sonntag so ist. Ja, solange er vernünftige Reifen aufgezogen hat, bin ich mir ganz sicher. Ja, nicht, dass er wie letztes Jahr da wieder steht. Johann, Das Foto wollen wir nicht nochmal sehen. Also überprüft die Reifen, mach Dichtmilch rein und Attacke. Ja. Lanzarote können wir, glaube ich, damit zu den Akten legen. Im Dezember, Januar von mir mega zu empfehlen, wer noch nie da war. So Januar, Februar ist eigentlich immer kälter und vor allem ist dieser miese Wind. Der kam jetzt übrigens, als wir abgereist sind. So die letzten 2 Tage war ein bisschen Regen und dann war wieder total windig. Der Nordwind, der blöde. Das Drecksding. Und also kann ich nur absolut empfehlen, wenn ihr irgendwie nochmal Resturlaub habt. Im Dezember war ich ja auch schon da. Da war es noch besser und jetzt im Januar jetzt auch richtig, richtig geil. Ihr merkt, Augen auf bei der Berufswahl. Ja, also ich habe schon Kanten an den Armen und Sockenkanten. Sehr gut. Ja. Läuft und, bei mir. Und zu den Socken kommt dann nochmal was. Formstreifen, sagt man. Ne, Formstreifen. Ja.
Sehr gut, dann kommen wir zum nächsten Programmpunkt hier in der Sendung. Oder hast du noch irgendwie was? Ich wollte mal fragen, ich hatte dich nämlich wirklich noch nicht gefragt, wo wart ihr eigentlich da untergebracht? War das Airbnb oder was? Ja, so ähnlich. Wir waren in so einer Apartmentanlage. Tiki Solli ist das. Ich hatte die über Booking gefunden. Und dann gab es aber nur ein Apartment und irgendwie waren so komische Bilder. So nichtssagend drin. Und dann habe ich das einfach mal im Internet eingegeben und bin dann direkt auf diese Anlage gekommen. Wo man dann Apartments auswählen konnte und alles nochmal deutlich billiger war. Und dann haben wir halt direkt da gebucht. Es war dann aber auch so, ja, weiß nicht, Spanisch, sage ich jetzt mal. Nicht mehr so einfach wie mit Booking an, sondern mit Anzahlung und all so ein Blödsinn. Also ja, die 20 Euro, die man da spart, kann man dann im nächsten Mal auch wieder sich sparen, wenn man das machen muss. Aber sonst war es echt geil. Also super, super Unterkunft gehabt und wir waren dann mit vier Personen ja in der Unterkunft und haben, glaube ich, pro Tag 23 Euro bezahlt pro Person oder 22 Euro. Kann man mal also machen, ja. Ja. Eigenversorgung, also war super. Die Anlage an sich bräuchte mal so, es war ein ehemaliges Hotel, die braucht mal wieder einen neuen Anstrich eigentlich. So, da blättert der Putz überall runter. Ja, oder so. Manchmal fällt auch so ein Stück Putz einfach komplett runter und der wird dann weggekehrt. Aber von innen waren jetzt die Apartments super renoviert und man konnte also wirklich mit denen schauen, welches man haben will von den Bildern. Und es war mega. Also es war top mit Waschmaschine drin. Ach top, ja, das ist ja mega. Was ja für so Trierding für uns immer richtig geil ist, ne? Also nicht die Radtrikots in der Dusche mit Rei aus der Tube waschen. Ja, genau. Sondern wirklich einfach in die Waschmaschine hauen und fertig. Und wir hatten eine riesige Dachterrasse. Was mega. Das habe ich dann doch gesehen auf Instagram. Ja, siehst du, das war richtig geil, weil du vor allen Dingen auch die ganzen Fahrräder und so, weil du nicht dran konntest, konntest du einfach da rausstellen, die Radkoffer, all das Zeug und hast nicht wie sonst das Hotelzimmer oder die Bude so blöd vollstehen mit dem ganzen Equipment und sieht immer aus wie im Messi-Haushalt. Ja. Nee, das kann ich auf jeden Fall empfehlen als Empfehlung zum Hotel. Man muss natürlich selber kochen. Wer das nicht kann, der sollte halt ins Hotel gehen. Aber ihr hattet eure Freundinnen dabei. Ja, genau. Oh, Macho. nee, also wenn man selber kocht, ist das Essen ja auch eigentlich zu 140% besser als in spanischen Hotels. Also Thema Lebensmittelvergiftung hatten wir ja auch schon in diesem Channel hier. Ja, aber auf Lanzarote habe ich noch keine gehabt, muss ich sagen. Oder auf Mallorca. Du schon mal? Nee, nur Johann halt bisher. Ja, der hat halt immer das mit dem Magen. Der hat einen empfindlichen Magen. So ja. Ist es. Ich glaube, der trainiert zu viel. Komischer Trainer. Ja. Ja. Nee, also das war wirklich, wirklich geil und man musste nicht, wie sonst, wenn man auch mal von jetzt 3 Wochen da ist, das ist ja auch in diesen Hotels immer, dass es jeden Tag in der Woche das Gleiche gibt. Stimmt, bei 2 Wochen geht es immer noch so, aber ja, man isst ja dann immer doch wieder die gleichen verkochten Nudeln und das gleiche Schuhsohlen-Steak oder würde dann schreiben, Rinderfilet. Ja, ich bin ja vegan unterwegs. Ach so, ja, seit neuestem jetzt wieder. Hatte Jude mir empfohlen. Grüße. Ja, da bin ich ja mal gespannt bei unserem nächsten Trainingslager. Ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. The haters gonna hate. The haters gonna hate. nein, Spaß, das war jetzt eine komische Überleitung. Aber ja, ich wollte mal auf das aktuelle Triathlon-Magazin eingehen. Also die aktuelle Ausgabe. Frag mich jetzt bitte nicht nach der Nummer, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ich finde, da gibt es ein sehr, sehr gutes Interview von Patrick Lange. Da kam das nämlich am Ende. Habe ich noch nicht gelesen. Ja, hättest du mir vorher mal schicken müssen, dass ich mit drüber reden kann, wie ihr sowas ansprechen willst. Ja, ging einfach um seine Entwicklung, auch sagen wir mal auf der professionell-mentalen Ebene. Also was man ja auch sicherlich letztes Jahr festgestellt hat, oder das konnte ja auch fast jeder fühlen, der da irgendwie ein bisschen einen Plan von hat und was da so abgeht in der Szene. Dass er einfach jetzt der Gejagte war, dass der Druck höher war und wie er damit umgegangen ist. Und ich finde, er hat das eigentlich sehr, sehr gut beantwortet, dass er sich eben aufs Wesentliche konzentrieren will und auch so Punkte wie, dass andere Profis jede Trainingseinheit auf Strava und so weiter teilen. Und da meinte er, das hat er halt einfach nicht nötig. Und ich glaube, er hat da mittlerweile eine ganz gute Balance irgendwie gefunden für sich, dass er weiß, wer er ist und wo er hin will. Und was wirklich wichtig ist und dass dieser ganze BS-Talk vorher auch einfach nicht förderlich ist und dass dieses, ja, wie sagen wir mal, Understatement, was er ja häufig oder was ihm ja häufiger schon vorgeworfen worden ist,
dass er da auch ein bisschen das einfach braucht, dass er nicht den höchsten Druck haben will wie andere. Also ich glaube, Frodo sagt ja, er will sich halt unter Druck setzen, nur dann performt er auch richtig. Und bei Patrick ist es eben andersrum. Und am Ende sagt er halt... Wollte man ja auch sagen, muss so ein Artikel wie vor Hawaii, da mit dem Kienle, wo in manchen Sachen vom Kienle dann wirklich meine Meinung geäußert wurde und Klartext gesprochen wurde, das hat er ja auch sicherlich mitbekommen. Und da habe ich schon gedacht, was macht das jetzt mit ihm mental? Und, ja, aber darauf gehen sie auch ein. Ah, okay. Und da ist er nämlich direkt auf Hawaii zu Sebi hingegangen und hat gefragt, was ist denn eigentlich dein Problem? Krass. Also hat er direkt den persönlichen Kontakt gesucht und das ist ja auch cool, ja. Also ich finde, das über die Presse auszutauschen, ist halt auch irgendwie schwierig erst einmal. Hat er erzählt, was das Problem war? Was ist dein Problem? Nee, weiß ich nicht. Also hat nur erzählt, dass ich habe den Artikel nicht gelesen, deswegen ich werde das noch nachholen im Nachgang. Ja. Nein, es ging einfach nur, er hat ihn gefragt, hör mal, was ist denn dann eigentlich das Problem? Und dann haben sie es wohl scheinbar geregelt, ich weiß es nicht. Aber ich finde das trotzdem stark. Ja, also ist richtig stark und vor allen Dingen mental wahrscheinlich auch der beste Weg ist, direkt zu verarbeiten, abzuschließen und dann sich wieder aufs Rennen zu konzentrieren. Ja, und alles andere ist ja wie stille Post. Ja, also es geht ja, kann ja auch zur FAZ gehen und sagen, hey, hier, hört mal, macht mit mir mal ein Interview. Ich sag euch mal, was der Sebi Kienle nicht in Ordnung oder was der nicht so cool macht. Das führt ja zu nichts. Und ich finde, viele haben ja gesagt, ja, es gibt mehr Aufmerksamkeit für den Sport. Ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll ist. Sollte immer positiv sein. Ah, da lag das Handy in der Nähe. Jetzt mussten wir wirklich hier den Podcast cutten bei 26 Minuten. Ich muss es mal aufschreiben hier. 26:15, weil sonst weiß ich das nachher nicht mehr und vergesse das. Und vielleicht lasse ich es auch einfach drin. Die Dilettanten sind wieder am Werk. Ja, wir haben noch keine Ahnung von sowas. Ja, wie gesagt, Interview fand ich sehr, sehr gut und am Ende war es ein bisschen, hat er auch mal ganz klar gesagt und das ist ja auch am Ende so im Leben, du kannst es nicht allen recht machen, das können wir hier auch nicht und the haters gonna hate, das ging auch nochmal so um das Thema, ja, Antrag und so weiter hinter der Ziellinie, ich bin jetzt mal ehrlich, ich fand das auch nicht cool, ich fand das war irgendwie der falsche Augenblick. Aber er hat es einfach so beantwortet, dass er gar nicht großartig darüber nachgedacht hat. Und das muss man ja auch einfach mal so stehen lassen. Das ist eine Sache zwischen ihm und der, wie heißt sie, Julia? Julia, ja. Und das geht im Grunde, auch wenn man es auf diese Bühne bringt, auch niemand anderen etwas an, finde ich jetzt mal. Das ist eine Sache zwischen den beiden und die machen das schon. Und dann ist es auch in Ordnung. Ja, absolut. Also vor allem da jetzt noch zigmal drüber zu reden oder sonst was Gott. Oder zu berichten, ist ja eh hinfällig. Jeder hat eine Meinung zu, die soll er haben, ob man die jetzt immer kundtun muss, auch sei mal dahingestellt. Interessiert halt auch niemanden. Genau. Also im Endeffekt ist so, er hat es gemacht, hat die Entscheidung getroffen. Super mutig. Ja. Richtig, richtig mutig. Nochmal, also wie vorher auch mit dem Sebi, das wusste ich nicht, dass er ihn auch direkt angesprochen hat, dass er auch krass ist und was dann da für Kommentare kommen, bei wem auch immer und auch über welches Thema auch immer in Sachen, ich weiß gar nicht, warum da überhaupt so drauf eingegangen wird, weil das interessiert halt die Leute, die dann da haten oder irgendwie eine Meinung zu haben oder haben zu wollen, was auch immer, über die Leute interessiert sich halt oder das sind ja meist Leute, die eh keiner kennt. Was interessiert das? Ja. Völlig egal. Bringt auch niemanden weiter. Bringt niemanden weiter, außer dass eine Diskussion wieder entsteht, die aber auch wieder eigentlich niemanden interessiert, weil ist ja passiert, ist geschehen. Wäre ja cooler gewesen, über eine Weltbestzeit oder einen Weltrekord zu sprechen oder einen Streckenrekord auf Hawaii, weil das wären wir vermutlich, vielleicht kriegen wir dieses Jahr wieder tolle Bedingungen, aber vermutlich ja nicht. Oder wahrscheinlich nicht. Das Ding muss erstmal wer brechen, das ist ein Brett. Und richtig geiles Ding. Das ist auch eine coole Sache und da kann man einfach mal Anerkennung zeigen. Und also in diesem Sinne machen wir das jetzt auch mal nachträglich. Genau. Ansonsten, Trailer Magazin haben wir ein cooles Projekt gemacht mit dem Simon David Müller. Nennen wir den Namen schon wieder. Der sneakt sich hier immer rein. Simon, wie du das machst. Unfassbar. Ja, wirklich unfassbar. Nee, der war vor kurzem. Weiß der eigentlich, erzählst du dem, wenn wir Podcast aufnehmen, dass der vorher immer nochmal irgendwas sagt, sodass dass er im Kopf ist bei dir? Nee. Hat er eigentlich schon eine Million Instagram-Follower jetzt? Kurz davor, würde ich sagen.
der würde sich auch mal Nike-Schuhe wünschen. Der hat doch schon alle. Der kauft sich die nämlich immer. Der hat schon 12 oder 14 davon. Minimum, ja. Wirklich keinen Scheiß. Vielleicht laden wir den nochmal ein. Oder wir machen mal MTV, TCC Cribs. Cribs. Simon David Müller, dann zeigt er die Schuh-Collection. Nur den Schuhschrank zeigen. genau, wir haben aber, apropos ne, Nike und so weiter, wir haben nämlich hier einen ganz interessanten Test gemacht. Der war im Dezember hier und in Kölle. Und da haben wir einen Test gemacht über die Auswirkungen des Vaporflies, also dieser 4%-Schuh. Das haben wir auch, glaube ich, hier in dem Channel schon mal gesagt. Haben wir schon mal gesagt, wir wollten noch ein Video drüber machen, aber ich war ja auch auf Lanzarote. Ja, da warst du wieder im Urlaub. Entschuldigung. So. das ist, könnt ihr auch nachlesen im neuen Trainermagazin. Ich finde, wir haben da ja ganz interessante Sachen rausgefunden, gerade bei ihm auf so einer sehr individuellen Ebene. Und Simon hat das wie immer sehr gut recherchiert und hat auch nochmal andere Studien mit eingebracht und auch so ein bisschen haben wir versucht, ein paar generelle Aussagen zu treffen. Also ist das überhaupt ein Schuh, den ihr euch kaufen solltet? Ich meine, 250 Euro ist nicht wenig Geld. Vor allen Dingen ein Schuh, der dann vielleicht, sagen wir mal, 500 Kilometer hält. Wobei das ja auch immer relativ ist, ist ja eine Herstellerangabe. Ich sag mal so, ist ein Unterschied, ob da jemand drin läuft, der, wie viel wiegst du? 85? Ja. Okay. 86? Ja, sagen wir mal 85 Kilo oder jetzt jemand, der 68 Kilo wiegt. Das wird sicherlich ein Unterschied sein für eine Sohle. Ja, gerade mit dem Carbonstück drin, halt, ja. Ne, was er dann irgendwann bricht. Ich meine, bei dir bricht die ja beim ersten Schritt. Ja, deswegen kaufe ich mir den. Das bringt gar nichts bei mir. Knack, oh Mist. Nein, Spaß beiseite. Sehr, sehr interessant. Und den haben wir mit zwei anderen Schuhen verglichen. Und die Ergebnisse könnt ihr euch da gerne mal im Trailer-Magazin anschauen. Ich würde da gerne auch nochmal eine breitere Reihe zu machen, Diagnostik und so weiter, auch mal mehreren Probanden. Aber wie gesagt, ich kriege ja keine Schuhe von Nike, deshalb können wir das auch nicht machen. Ja, ansonsten, das war es soweit zum Trailer-Magazin. Aktuelle Ausgabe finde ich sehr interessant. So ein paar gute Sachen dabei und kann man sich ja eh immer mal durchlesen. Gab es ja sehr, sehr viele Fragen zu den aktuellen Trainingsplänen, die wir zusammen mit dem Dan Loran geschrieben haben. Ist übrigens gar nicht so einfach, habe ich dir ja auch schon mal angedeutet zwischendurch, als ich ein bisschen frustriert war oder genervt war. 12 Wochen, also normalerweise die Athleten. Kurzer Einschub, wir hatten ja das Video schon fertig gedreht und wollten eigentlich 2 Tage später die Pläne raushauen. Hat noch ein bisschen gedauert. Und Sebastian hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen, hat mir dann erzählt, so ich war auf Lanzarote, er hat dann angerufen, ja, ich bin erkältet. Und ey, das war ich wirklich. Ja. Wie ich nicht gearbeitet habe, ne? Ich war so krank. Ich war so krank wie lange nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Trotz aller Tipps, die wir auch mal hier gegeben haben dieses Jahr oder letztes Jahr, hat es mich richtig erwischt. Hast du aber nicht angewendet, hä? Ich glaube tatsächlich, am Ende habe ich wirklich ein bisschen nachgelassen mit dem Probiotika. Vielleicht hat mir das den Nacken, das Genick gebrochen. Ja. Ja. Disbalance. Man darf damit nicht aufhören, das ist das Problem. Nee, da gab es auch sehr viele, also erstmal ist gar nicht so einfach, einen Plan für 12 Wochen durchzuschreiben, weil normalerweise, wenn wir ja Athleten betreuen, machen wir das für 1 bis 2 Wochen. Wir haben natürlich dann vielleicht so mal 4 bis 5 Wochen so im Blick und auch eine langfristige Planung zu den Hauptwettkämpfen, aber mal 12 Wochen einen komplett aufeinander aufgebauten Plan zu schreiben, ist nicht simpel. Und in der Praxis, in der Umsetzung gibt es vielleicht auch nochmal hier und da dann Probleme von den Athleten, weil was ist, wenn man mal krank ist und so weiter. Und das wollen wir heute mal ein bisschen beantworten, weil jetzt die ersten Fragen kamen. Ja, und da nochmal, ich grätsche immer zwischendurch mal rein. Ja, mach mal. Kenne ich gar nicht von dir. Bitte, ja. Aber hat sich lange keiner mehr drüber beschwert. Wahrscheinlich haben die Leute sich dran gewöhnt. Ja. bitte schreibt uns da keine E-Mails oder Facebook-private Messages oder sonst irgendwas. Das können wir alles irgendwie nicht beantworten und nicht dem hinterherkommen und sind da dann auch keine Private Coaches, dann müsst ihr eben einen Privatcoach buchen. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr ein Anliegen, eine Frage habt, haut's einfach in die YouTube-Kommentare. Genau. Das ist ja, sagen wir immer auch von mir aus, und das neueste Video, egal wo, wir sehen da eigentlich, wir lesen eigentlich fast alle Kommentare, die neuen, und wenn wir es irgendwie schaffen, werden wir dort eine Antwort haben für euch und die hilft vielleicht auch nochmal 5 anderen, sodass wir nicht 5 E-Mails zum gleichen Thema bekommen. Es sind ja meistens die relativ ähnlichen oder gleichen Fragen. Das heißt wirklich, schreibt egal was, wo was ihr an Fragen habt, immer bei YouTube rein. Nicht Facebook, nicht Instagram privat, nicht E-Mail, sondern haut's bei YouTube in die Kommentare. Ja, das ist genau so. Und ich meine, im Grunde, ich tue mich dann immer schwer, nicht zu antworten.
Weil ich denke, ah, da hat jetzt jemand eine Frage und ich will da auch irgendwie helfen, aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden und ich möchte auch ein bisschen Freizeit haben. Wofür? Zum selber trainieren. Ach so, okay, dann ja, zählt's. Wir haben ja ein Projekt für dieses Jahr vor. Ja. Oh, das haben wir noch gar nicht aufgeschrieben, darüber müssen wir auch noch reden. Können wir nochmal machen. Und nein, also ich freue mich und wir freuen uns auch total, weil das ist ja etwas, was wir normalerweise gar nicht mitbekommen würden. Also von den Athleten, die wir betreuen, da sehen wir ja irgendwie bei Training Peaks, wenn die das erfüllt haben, ist es grün und wenn sie es nicht gemacht haben, ist es rot. Aber wenn ihr die Pläne kauft, dann sehen wir das ja nicht. Wir sehen, dass da Leute einen Plan kaufen und so weiter, aber wir können ja nicht sehen, wie ihr den umsetzt. Aber es freut uns natürlich total, wenn jetzt plötzlich Leute auf Instagram Posts machen und sagen, ey, hier, Triathlon Crew, ich bin fleißig dabei, ich habe die Intervalle jetzt heute gerockt oder andere haben schon gesagt, boah, das war richtig hart, so hart habe ich noch nie trainiert. Ja. Verlinkt uns weiterhin in den Stories. Mega geil. Cool, weil das motiviert uns am Ende und das hat den Dan auch richtig gefreut, kann ich auch nochmal ganz kurz Grüße von ausrichten, von ihm, mit dem habe ich die letzte Woche noch telefoniert oder diese Woche. Das freut uns halt auch mega, weil wir sehen, das kommt in der Praxis an und ihr habt Spaß daran und euch macht es besser. Das ist einfach eine coole Sache. Und ein paar Fragen, um jetzt mal zu beantworten, sind, der Nick macht ja das nächste Bier auf hier gerade. Ja, ich muss das nächste, ich trinke jetzt hier, ich muss gucken, dass ich das Richtige erwische. So, ja. Hier, Schmucker. Schmucker. Mit meinem Namen drauf. Ja, der hat einen stärkeren Zug als ich, seht ihr schon. Also, ihr müsst euch keine Gedanken machen, in dem Sinne, wir haben ja damals im November angefangen, 12 Wochen. Das heißt, das Ganze geht dann bis Ende Januar. Also viele werden wahrscheinlich gerade noch, wo wir hier sitzen, an dem ersten Plan rumdoktern bzw. damit trainieren. So, das ist auch völlig in Ordnung. Ihr seid also noch im ganz moderaten Aufbau, habt vielleicht den ersten Block schon hinter euch, also das erste Blocktraining von den Norwegern schon, was wir so ein bisschen adaptiert haben für euch, für das jeweilige Niveau schon hinter euch. Und oder habt es noch kurz vor euch oder seid mittendrin, wie auch immer. Und ein paar sind jetzt auch schon, haben schon angefangen mit dem nächsten Plan, wobei ich denke, ja, das kann man machen, muss man aber nicht machen. Wir haben jetzt Mitte Januar. Ihr müsst jetzt noch nicht fragen, wann die 30-Kilometer-Läufe kommen. Also, wenn ihr im Juni, Juli, August eure Hauptwettkämpfe habt, warum wollt ihr jetzt 30 Kilometer laufen? Das macht gar keinen Sinn, weil das haben wir noch nicht trainiert. Ne? Ansonsten seid ihr wahrscheinlich dann in 4 Wochen verletzt, weil gerade so Laufverletzungen mit so über so Umfangsfehlern, sag ich mal, entstehen auch so ein bisschen zeitverzögert. Deshalb Geduld, wir bauen das ganz strukturiert auf und wir konzentrieren uns primär und da setzen wir jetzt in den Bildplan richtig an. Und diejenigen, die jetzt schon drin sind, haben wir auch schon teilweise ein bisschen auf Instagram gepostet. Ach du Scheiße, was kommt da auf uns zu? Jetzt wird's hart. Jetzt wird's richtig, richtig hart. Da sind 3 Blöcke drin, 3x4 Wochen mit jeweils einer Woche richtig hartem Blocktraining. Viel Spaß, ja, das wird richtig, richtig hart. Guckt, dass ihr dadurch gut durchkommt, weil dann steigert ihr euch eure VO zur Max. Ein paar haben uns schon hier unseren FTP-Test gemacht, also diesen Stufentest und haben gesagt, wie habe ich mich jetzt nach den ersten 12 Wochen entwickelt und ein paar jetzt schon nach den nächsten Wochen, nach den Bildplänen. Also richtig cool. Bleibt da dran, glaubt uns, wenn ihr dann auch schon im Mai den ersten Wettkampf habt, ihr werdet verbessert an der Startlinie stehen, weil eure VO2 Max erstmal höher ist und die langen spezifischen Sachen werden wir im nächsten Block machen, versprochen. Und wir bauen jetzt auch einen langen Lauf, den bauen wir jetzt unter der Woche auch schon auf. Nur nochmal, wir haben Mitte Januar, es muss jetzt keiner 30 Kilometer laufen. Wollte ich gerade sagen. Und welche Frage ihr euch auch nochmal stellen solltet, ist, viele sind nach dem Trainingslager oder beim Saisonstart einfach super fit, weil sie jetzt schon irgendwie lange Dinger rocken. Man sieht es ja auch bei anderen immer, die das mal trainieren. Und bei vielen Profis, die sie dann kopieren oder sonst was. Aber denkt dran, Leute, die Profis, die sich qualifizieren wollen für Hawaii oder sowas, wie ein Johan, der jetzt einen Ironman Lanzarote als Hauptwettkampf hat oder jetzt die ersten 70-3s dahin mitnimmt, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ihr sagt, mein Hauptwettkampf ist der Ironman Frankfurt, die Challenge Rot, genau. Oder Ironman 70-3 Kraichgau. Was wollt ihr jetzt schon in Form sein? Und der erste Wettkampf des Jahres, das sollte eh immer ein Test sein für euch oder ein hartes Training, der ist scheißegal. Also überlegt euch jetzt nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt noch was, sondern nehmt die ersten Wettkämpfe mit, einfach als eine Formbestimmung und zu gucken, wo ihr steht. Der Fokus für euch sollte wirklich mal beim Hauptwettkampf liegen und alleine das wird euch schon steigern, als wenn ihr sonst immer ins Blaue hinein trainiert oder jetzt schon irgendwie 30er läuft. Wo soll die Reise hingehen? Wollt ihr dann in der unmittelbaren Vorbereitung 50 Kilometer Läufe machen, genau, oder wo ist dann die Richtung? Ne? Also ja. Es muss ja immer noch mal ein neuer Reiz gesetzt werden für den Körper. Ja, und
Wir haben muss übrigens einen Einschub geben noch. Bayern ist im Moment auf jeden Fall vor Odenwald. Ja. Also das, mir persönlich mundet das Tegernsee Spezial besser als das Schmucke aus dem Odenwald. Ja, und das hier, no das offense, aber Bayern liegt biertechnisch gerade noch 2 Punkte vorne. Ich kann nur sagen, dass Bayern richtig in den Kopf geht. Mit 5,6%, merke ich sofort. Die erste Flasche hier. Du bist halt nicht im Training. Nee. Sowohl als auch nicht. Ja, so, sorry, weiter im Thema. Also, ne, wir konzentrieren uns jetzt darauf, euren Motor möglichst groß zu machen. Das machen wir dann jetzt mindestens noch 12 Wochen in dem Bildplan. Und es wird gut, ja, könnt ihr uns glauben. Ich hatte auch viel mit da nochmal dran rumgeschraubt, hatte viele gute Ideen dann auch nochmal, was die Pläne, also was die Einheiten angeht. Auch in der Ruhewoche sind so Kleinigkeiten. Wenn es nicht funktioniert, ist es dann da an Schuld, oder? Ja, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, nur, dass wir es nochmal die Beschwerden ansprechen. Gebe ich immer weiter. Das Lob immer an mich, die Beschwerden immer weitergeben. Nein, nein. Also bisher gab es noch keine Beschwerden. Von daher finde ich es gut. Und ich denke, dass es ja euch auch einfach hilft, eine Struktur drin zu haben. Und ich meine, nochmal, ich glaube, wir haben eine gewisse Kompetenz, die haben wir hier auf dem Channel gezeigt. Und dann noch mit dem Dan, der ein sehr, sehr erfahrener Trainer ist, der dann nochmal gute Tipps hatte. Gerade also auch in der Ruhewoche, ja, wo ganz wenige Leute sich Gedanken drüber machen, hatte er nochmal einen super Input mit so einer kleinen Laufeinheit, wo es nur um Technik geht, ein bisschen Belastung für den passiven Bewegungsapparat, so Sehnen und Bänder nochmal ein bisschen zu beschäftigen, Knorpel. Das findet ihr dann im Plan. Super, super Sache, hat mich auch nochmal weitergebracht. Und das ist ja auch etwas, was wir versuchen. Auch darüber findet ja ein Austausch mit euch statt. Und dann gibt es ja diese 2 Wochen Trainingsplanpläne, habe ich ja auch schon gesagt, die könnt ihr dann da einfügen, steht auch genau drin in der Beschreibung, wann ihr das machen sollt. Und auch darum geht es einfach, was machen wir eigentlich in einem Trainingslager. Wir versuchen natürlich viel Radumfang zu machen, weil wir das im Winter nicht konnten, aber auch das bauen wir nicht blind auf. Wir fahren jetzt nicht am zweiten Tag 6 Stunden, sondern das machen wir sehr spezifisch. Wir versuchen mal ein bisschen an der Laktatbildungsrate zu arbeiten mit Kraftausdauertraining, ein paar Hügelläufe, die ihr schon kennt aus dem ersten Plan und so weiter. Auch ein ganz solides Ding, damit ihr einfach 2 Wochen gut trainieren könnt und danach nach Hause kommt und dann nicht 3 Wochen breit seid, sondern geht's weiter. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wesentlicher Punkt, den wir euch mitgeben wollen. Wir wollen ja euch in einen chronischen, langfristigen Trainingsprozess begleiten. Also langfristig ist für mich dann schon so eine Saison, so 36 plus Wochen, ja. Ohne Verletzung. Und darum geht es ja. Ja, das wird für viele wahrscheinlich auch neu sein, ja. Im Trainingslager nicht nach Hause zu kommen und erstmal krank zu werden. Ja. Ich meine, man kann nie etwas ausschließen. Jeder kennt ja die Mallorca-Grippe. Ja, am letzten Tag wurde es auf einmal kalt und dann habe ich mich verkühlt. Das, genau, ist ja, das ja. Passiert mir ständig. Und die Klimaanlage im Flugzeug, die war auch schuld. Ja. Daneben ja wäre gehustet. Ja, mindestens. Ja. Ja. Nochmal kurz zu den Plänen, weil wir es eben angesprochen hatten. Was ist denn jetzt, wie sollen Leute vorgehen? Wir sind jetzt keine persönlichen Trainer, die immer anzurufen sind. Wenn ich krank bin oder beruflich verhindert und eine Einheit nicht machen kann, nachholen, alles aufs Wochenende schieben. Ja. 6 Einheiten hintereinander. 10 Stunden in 2 Tagen, auf jeden Fall gut. Nein, erstmal, und ich glaube, das ist etwas, was wir ja eben auch schon machen. Vielleicht sogar, sorry, ja. Nicht nur bei uns im Plan, sondern das ist jetzt ein Hinweis, der einfach mal grundsätzlich für alle gilt. Erster Punkt. Und alle Athleten, die von uns betreut werden, können sich das auch gerne zu Gemüte führen. nicht stressen. Es ist nicht schlimm. Ja, ihr verdient damit erstmal nicht euer Geld. Und klar, wir haben alle viel Passion und uns bedeutet das was. Ansonsten würden wir das alles nicht machen. Kann ich nachvollziehen. Bin ich der Erste, der da früher mindestens genauso war. Aber ich glaube, wenn wir verstehen, und ich glaube, viele von euch verstehen das mittlerweile auch immer, immer besser, das ist das Feedback, ich habe es ja eben auch schon mal ein bisschen vorgelesen, hier in einem Leserbrief. Leserbrief. Das ist mal richtig geil, oldschool. Oldschool, ja. Leserbrief. Ja. Schickt uns Leserbriefe. Genau. Ist einfach der Punkt, nicht stressen, weil durch Stress wird es definitiv nicht besser. Und ihr könnt in dem Moment ja auch nur Folgendes machen. Ihr könnt nur alles dafür machen, dass ihr wieder gesund werdet. So, und dafür müsst ihr eurem Körper Ruhe und Zeit geben. Ne? Also der klassische Spruch, eine Erkältung kommt 3 Tage und sie geht 3 Tage, daran werdet ihr nichts rütteln. So. Ja, und wenn es mal 1,5 Wochen dauert, dann dauert es halt mal 1,5 Wochen. Genau, und das ist erstmal nicht schlimm. Das ist schade und ärgerlich, aber das ist eben so. Und das gilt es auch einfach in dem Moment zu akzeptieren und vor allem nicht jemand anderen dafür, wie Nick das eben mal spaßenshalber gemacht hat, die Schuld dafür. Ja, neben mir war so ein ungesunder Typ und der hat die ganze Zeit gehustet und deshalb bin ich krank geworden.
Also ich glaube, in so einer Gesellschaft wollen wir auch nicht leben. Ja? Es sind nicht immer die anderen schuld, sondern vielleicht war es einfach eine Verstrickung von ungünstigen Umständen und fertig. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, ist ja eh passiert. Jetzt auf den Punkt zu kommen. Also entspannt euch, macht alles dafür, dass ihr gesund werdet. Und dann im Grunde könnt ihr aber einfach nur schnell ausruhen, viel trinken und schlafen. Das wisst ihr auch selber, wenn ihr wirklich mal auf euren Körper hört. Wenn es vonnöten ist, ja, wenn es nicht weggeht oder hohes Fieber entsteht oder halt ein bakterieller Infekt vorliegt oder wie auch immer, muss man vielleicht mal zum Arzt gehen und weitere Schritte einleiten. Und dann ganz wichtig, nicht zu früh anfangen. Das haben wir auch schon mal gesagt. Ich glaube, es ist völlig klar, krank, und ihr wisst, wann ihr krank seid. Ja, also macht ihr euch, ich habe mir ja selber auch früher was vorgemacht, nur ich weiß, wie es ist, wenn man mit pfeifrischen Drüsenfieber im Bett liegt. Hatte ich nämlich. Leute, das wollt ihr nicht. Also das ist nicht schön und das dauert auch lange, bis ihr dann zurückkommt. Also nehmt Rücksicht auf euren Körper, ihr habt nur den einen, also entspannen. Und dann ist es einfach mal so, dass man sich vielleicht dann nochmal 3 bis 7 Tage Zeit nimmt, zurück in den Trainingsprozess startet. Genau, also ganz wichtig, nicht, wenn jetzt ihr krank wart und sagt, okay, ich kann jetzt wieder anfangen und guckt in den Trainingsplan, da steht jetzt die Blockwoche drin, ja. mit den ganzen Hit-Einheiten. Dann schiebt davor lieber nochmal die Erholungswoche oder eine ruhige Litwoche, was auch immer. Genau. Und bloß nichts nachholen, ne? Also jetzt, wie die Nicke gesagt hat, alles aufs Wochenende schieben, bloß nicht. Also ich glaube, man kann mal, wenn man mal einen Tag aus irgendeinem Grund nicht konnte und da war jetzt ein lockerer Dauerlauf oder lockeres Technik-Rollenprogramm, was ja durchaus in den Plänen vorzufinden ist, dann kann man das auch nochmal an einem Tag machen, wo eine Schwimmeinheit ist oder so, kein Problem. Mit so ein bisschen Flexibilität soll man sich auch bewahren. Nur dann einfach nochmal nach der Krankheit locker einsteigen, entspannen, mit einer Regenerationswoche unter den Körper langsam wieder belasten, auch ein bisschen reinfühlen, ne? Wie verhält sich der Körper, notfalls nochmal ein bisschen rausnehmen und dann einfach dort anfangen, wenn es Sinn macht, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt dann direkt wieder mit einer Blockwoche starten, aber da, wo es dann Sinn macht, wieder einsteigen, wo man war. Das ist nicht verkehrt. Und dann nicht diesem Trainingsplan hinterherlaufen wie ein Verrückter. Oh, ich bin jetzt aber in der 7. Woche. Ich habe ja jetzt die 6. Woche gar nicht gemacht. Wie soll ich? Also einfach da wieder einsteigen, wo ihr wart. Und dann gucken, dass man vielleicht da von einer halben Woche trainiert, dann nochmal eine Erholungswoche macht und dann mit der Blockwoche startet. Also alles mit ein bisschen Köpfchen. Die Brechstange hat eigentlich im Training noch nie funktioniert. Ja, und ihr wisst das eigentlich im Grunde auch alle selber. Ich meine, wir reden jetzt hier vom logischen Menschenverstand. Den blendet man nur teilweise ein bisschen aus, wenn man halt sieht, ich will jetzt, keine Ahnung, im Juli den Ironman machen und ich hab nur noch ein halbes Jahr. Dann kommt ja, hier da schon mal die Panikattacke auf. Kennen wir aber auch alles. Das kennen wir auch alles, ja. Da ist vielleicht so ganz lustig, so ein Einschub von mir damals noch, wo ich Schwimmer war. Da war die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, wo wir wirklich hart spezifisch für den Wettkampf trainiert haben, waren eigentlich immer 6 Wochen. Also sprich, es war ein gutes Grundniveau an Training da, auch mit viel Variation und spezifisch, wo es auf den Wettkampf ging, wo es auf die Strecken ging, das war 6 Wochen und die waren auch richtig hart. Aber davor war es einfach nur, auf einem gewissen Level zu bleiben und auch der ganze Winter wurde als Aufbau dafür genutzt, um sich auf ein gewisses Level zu heben. Und spezifisch die letzten 6 Wochen, die waren super wichtig und davon dann vielleicht auch eigentlich nur, wenn man mal ehrlich ist, die letzten 4 Wochen waren richtig hart und dann wurde schon wieder ein bisschen reduziert. Und ich glaube, dass das für viele, das muss man sich mal ein bisschen zu Gemüte führen. Alles, was wir bis jetzt trainiert haben oder was jetzt auch im Bild kommt, das ist noch nicht das, was jetzt das aller Wichtigste ist. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Einheit verpasst, dann, weil ihr arbeiten müsst, weil ihr ein Meeting habt oder sonst was, da geht jetzt nicht die Welt von unter oder ihr werdet jetzt nicht 10 Minuten langsamer sein, nur weil ihr diese eine Hit-Einheit oder sonst was verpasst habt oder wenn ihr mal eine Woche krank wart, ja, sondern die ist ausgefallen, die ist weg und fertig und dann steigt ihr wieder weiter ein und schaut, dass ihr den Rest konsistent durchzieht bis dann zum Sommer und dann passt das Ding auch. Ja, genau. Also ich denke einfach, ne, seht einfach das, was ihr auch schon auf der Haben-Seite habt. Ihr habt dann ja schon ein paar Wochen trainiert und die sind ja nicht plötzlich weg von 3 Tagen mal Ausfall oder wie auch immer. Also von daher entspannt euch da einfach ein wenig und das hilft eigentlich auch fast immer im Leben, würde ich sagen. Ist nicht immer einfach, wie gesagt, das kennen wir. Ich habe damals auch immer Panikattacken geschoben und habe mir dann irgendwie Vitamin C plus Zink-Tabletten reingejagt. Heute wissen wir, das haben wir ja auch schon gezeigt hier, dass das nicht wirklich viel bringt. Und ganz im Gegenteil, nicht, ne? Ja, ganz im Gegenteil, ich habe eben die Konsequenzen aufgezeigt. Ich bin da 1-2 Mal richtig gegen die Wand geknallt und deshalb machen wir das ja hier auch, damit ihr das nicht habt.
Weil ich kann euch sagen, das ist nicht schön. Ich lag damals, glaube ich, eine Woche mit 40 Grad Fieber im Bett und war danach drei Monate immer noch nicht richtig belastbar. Und das ist noch eine kurze Zeit für Pfeifferschilddrüsenfieber. Ja, und dann ist die ganze Saison weg. Ja, es gibt Leute, die haben damit ein halbes Jahr Probleme. Von daher, das wollt ihr nicht. Und deshalb machen wir den ganzen Quatsch ja hier auch, damit euch das nicht passiert. Ich denke, das haben wir jetzt klar rausgestellt. Das ist ja auch jetzt vor allen Dingen auf Krankheit bezogen gewesen. Aber ich denke, berufliche Geschichten oder familiäre, wenn da halt mal eine Einheit ausfällt, fällt sie auf. Genau. Versucht nicht, die nachzuholen. Es sei denn, es war wirklich nur ein lockerer Dauerlauf und ihr habt am nächsten Tag nur Schwimmen drauf. Ja, mein Gott, dann geht halt nochmal laufen oder Radfahren. Genau. Da wisst ihr selber, das kann euer Körper, das ist kein Problem. Auch da gilt eben nicht stressen. Und ja, wenn ihr irgendwie total verzweifelt seid, könnt ihr immer noch mal versuchen, uns über die YouTube-Kommentare zu erreichen. Ganz wichtig, nicht über E-Mails. Wenn irgendwer jetzt wirklich gar nicht mehr weiter weiß, dann schreibt es halt in die Kommentare. Wir schauen, dass wir irgendwie uns das mal annehmen. Genau, ich denke, das Thema sollten wir jetzt abschließen, ist damit behandelt. Genau. Wenn ihr diesbezüglich noch irgendwelche weiteren Fragen habt oder irgendwie ganz spezifische Sachen, genau das Gleiche, haut es in die YouTube-Kommentare. Entweder kommentieren wir es da oder nehmen es im nächsten Podcast-Video oder was auch immer. Genau. Also es wird auch nochmal ein Plan kommen, ein Video zu kommen zu den Plänen. Ja. Da werden wir noch ein paar Sachen nochmal erklären, wie wir jetzt dann weiter vorgehen. Aber es wird vor April nichts werden. Wir werden das so im April wahrscheinlich machen. Ja, auch mal so ein paar Videos, wie man sich generell überhaupt so einen Trainingsplan gestaltet. Das sowieso. Was sind die Überlegungen dahinter? Wieso macht man was wie? Also sprich, wir haben euch ja alles jetzt schon bei den ersten Videos, die uns vielleicht jetzt nicht von Anfang an verfolgt haben, geht mal zurück bei uns auf dem Kanal, die ersten Videos, wo wir euch erklären, was ist eine V2 Max etc. pp. Diese ganzen Grundlagen haben wir euch erklärt, die sind auf dem Kanal. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen anfangen, wie kriegen wir denn das ganze Wissen, was ihr eigentlich jetzt habt, so ein bisschen, weil da kriegen wir auch sehr, sehr viele Anfragen, wie gestalte ich das denn jetzt eigentlich als Trainingsplan oder welche Überlegungen muss ich überhaupt anstellen, damit ich das in den Trainingsplan verpacken kann. Das werden wir auch nochmal machen, aber wie gesagt, wird auch irgendwann so April, Mai wahrscheinlich werden. Ja, und dann wird es auch noch ein paar andere Infos geben, aber wie gesagt, wir teasern immer viel an, ihr kennt uns. Und halten es dann hoffentlich alles nochmal ein. Irgendwann. Ja, genau. So, nächster Punkt. Ja, nächster Punkt. Das werden wir jetzt gleich nach dem Podcast schon mal machen. Da werden wir hier die erste Episode aufnehmen. Wir haben ja immer schon mal angekündigt, dass wir eigentlich auch mehr auf Instagram machen wollen, haben da aber noch nicht so richtig den Zugang zu gefunden. Also sprich, wir haben für uns noch nicht so den richtigen Draht zur Plattform, wie wir das für die TCC nutzen können. Sprich, jeden Tag ein Bild posten mit Trainingstipps oder sonst was, kriegen wir zeitlich einfach nicht hin. Wir werden einfach, also ihr könnt gerne auch mal, worauf ihr Bock habt, was ihr wollt, schreibt definitiv in die YouTube-Kommentare. Da kommen vielleicht noch ein paar neue Ideen auch rein, ne? Ja, genau, deswegen vielleicht gefällt uns ja die eine oder andere und wir machen es dann. Wir machen ja, haben wir, also nur wenn, ne, nicht alles, was ihr schreibt, machen wir auch, sondern nur, wo wir Bock drauf haben. Das ist sehr sympathisch. Aber ihr könnt es versuchen. Genau, also worauf ihr Bock habt, was ihr sehen wollt von euch, von uns, haut es in die Kommentare. Wir werden mal versuchen, so ein bisschen auch postmäßig wie jetzt mit den Schwimmgeschichten, wenn wir irgendwo Videos haben, passende Bilder dazu zu machen und dann dementsprechend dort auch zu posten. Die Instagram-Stories wollen wir einfach mal für so ein paar, wie jetzt auch hier vom Podcast, haben wir ein paar Bilder gepostet, behind the scenes und vor allen Dingen auch, um mit euch zu interagieren. Sprich, wenn ihr Trainingspläne von uns habt, wenn ihr irgendwelche Trainings von uns macht, FTP-Tests, ey, macht Videos davon, macht Stories davon, verlinkt uns drin. Das wollen wir nutzen, um so ein bisschen mit euch zu interagieren. Ja, und ich meine, so lernen wir ja auch. Ne? Genau, so lernen wir auch, ob es funktioniert, was nicht. Schreibt auch rein, wenn irgendeine Einheit kacke war. Ja. So, egal was. Ja, letztens hat auch einer geschrieben, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier den FTP-Test gemacht und habe danach irgendwie Intervalle gefahren, ich glaube 2x10 Minuten und er musste beim ersten Intervall abbrechen. So, und da muss man ja ganz klar sagen, dass der Test in dem Fall nicht funktioniert hat. Punkt. Nee, definitiv nicht. Das ist ja auch einfach ehrlich. Und dann muss man halt gucken, wie man da vorgeht. Ich habe das ja damals auch im Video gesagt, dass es da durchaus ein paar Abweichungen geben kann. Ne? Das ist auch immer nur ein statistischer Mittelwert. Ja, und plus FTP, das auch nochmal als vielleicht Definitionsfrage, ist die Belastungszeit, die eigentlich 40 bis 60 Minuten fahren sollen, könnte. Ja, er war 2x10 Minuten. Ja, nein, ist okay, das hat ja nicht funktioniert bei ihm, aber viel liest man ja trotzdem auch, wo dann Leute sagen, ey, ich muss doch jetzt diese Wattzahl eine Stunde treten können. Du, es gibt sogar Leute, die fahren das 90 Minuten. Ja, genau. Also FTP werden wir auch sicherlich nochmal ein bisschen kritischer beleuchten. Aber ich habe damals schon gesagt, im Grunde eine Sache, die nicht verkehrt ist als Orientierung. Und
Aber das ist ja einfach cool, weil dann lernen wir daraus und dann können wir uns nochmal hinterleuchten. Dann kann ich nochmal gucken, gibt es da andere Lösungen? Haben wir auch schon mal angedeutet. Ich kann ja sagen, dass in den nächsten 2 bis 3 Monaten, also in diesem Quartal, weiß ich nicht, aber spätestens April, werden wir eine Beta-Version, sagen wir mal so, für vielleicht erste Tester anbieten können, einer gewissen App, mit der wir... Wir sind da was am Planen dran. Da sind wir richtig dran. Seht ihr mal, was alles im Hintergrund abläuft. Mit der wir Leistungsdiagnostik nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level bringen werden. Nicht nur Leistungsdiagnostik, sondern Leistungsdiagnostik at home. Ja, absolut. Ne? Absolut, also nicht genau. Jetzt die im Labor, sondern die ihr jetzt durch FTP-Tests sonst macht. Wir sind da am Rumwerkeln und Rumbasteln. Deswegen, alle, die den Test gemacht haben oder machen und irgendwo scheiß Ergebnis raus haben, schickt uns das, weil wir brauchen das, um das zu verbessern. Ja, das ist tatsächlich so. Ich das auch gerne per E-Mail. Ja. Ja, und auch mal vielleicht mal mit Leistungsdaten und mal mit Puls, dann können wir noch mal ein bisschen mehr auswerten. Weil, und das werden wir genau, das werden wir mit euch auch angehen. Das interessiert mich jetzt selber. Wir können ja die Community jetzt auch so ein bisschen nutzen hier oder mit so ein bisschen involvieren. Würde dir was das bringen, wenn die ausgefüllten Excel-Daten dir rüberfeuern? Ja, durchaus. Das könnt ihr schon mal machen. Ja. Und gleichzeitig werden wir dann auch, wenn die App rauskommt. Also triathloncrewcologne@gmail.com, wenn ihr Bock habt und uns die Daten zur Verfügung stellen wollt, dass wir mal so ein bisschen schauen können, ob der Test funktioniert oder nicht. Genau. Feuert's rüber und in dieser App wird es auch die Möglichkeit geben, dann ein paar Tester auszuwählen. Da brauchen wir dann euch. Wir haben da echt, im Grunde könnte man auch sagen, das ist mal wirklich Science in Practice, weil das ist auch richtig mal... Ja. Also sprich, die funktioniert am Anfang noch überhaupt nicht. Doch, und wir versuchen es dann mit euch hinzubekommen. Nein, aber anders, die funktioniert schon ziemlich gut. Ja. Die ist nämlich auch wirklich auf vielen Daten, die wir schon gemessen haben, beruht die. Aber, ich kann das mal sagen, ihr könnt euch dann demnächst innerhalb der User der App vergleichen. Und dafür brauchen wir am Anfang natürlich Daten. Weil ich weiß jetzt nicht, was der 45-jährige, 80 Kilo schwere Mann einfach mal so im Mittel in Triathlon-Deutschland tritt. Ja, also nicht so, wie wir es jetzt gemacht haben in der Tabelle, wo unten irgendeine Liste steht, dann bist du Elite, dann bist du Weltklasse, dann bist du das. Sondern, mit Vergleichen meint Sebastian jetzt auch nicht, ihr könnt jetzt sehen, was der Hans-Dieter und der Jürgen getreten hat. So ein bisschen wie bei Strava. Genau, sondern dass ihr einfach wenn ihr jetzt unseren FTP-Test gemacht habt, die Auswertungstabelle kennt, wo unten drin steht, Beginner, Elite, sonst was, Profi, dann habt ihr da mal ein bisschen eine realistischere Einschätzung, wo ihr im Vergleich zu anderen Leuten in eventuell derselben Altersklasse oder Leistungskategorie selber liegt. Ja, wir machen demnächst quasi eine Feldstudie mit 10.000 Leuten. Und das gibt es so noch nicht. Und das ist halt eine richtig coole Chance. Und da könnt ihr uns quasi mal helfen. Und das kriegen wir natürlich nicht hin. Aber im Grunde wäre das jetzt wirklich mal der höchste wissenschaftliche Standard eigentlich. Vielleicht nicht der Standardisierung, weil jeder irgendwie ein bisschen anders misst, jeder eine andere Rolle hat, jeder ein anderes Wattmessgerät hat und so, weil das ja auch erstmal im Radfahren stattfinden wird. Aber wie cool ist das, dass ihr quasi die App mitentwickeln könnt? Aber dazu werden wir euch dann nochmal, da wird es eine große Aktion geben. Videos, wie das genau funktioniert. Der Nick muss da nochmal leiden wahrscheinlich. Das wird dann mal eine richtig coole Sache. Ich mach das gerne. Ja, er schüttelt gerade im Kopf. Und, das wird eine coole Sache, könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, gebt uns da noch ein bisschen Zeit, weil all das machen wir wirklich alles irgendwie in den paar Minuten, die uns noch irgendwie übrig bleiben am Tag. Und da könnt ihr uns glauben, das ist nicht immer einfach. Ja, halten wir es einfach fest, irgendwann wird das Ding kommen. Ja. Wir haben noch kein finales Datum, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Programmierung ab. Genau. Und wie dann die Sachen wirklich zusammenspielen mit den Daten. Und ich sag's direkt, weil das, ich weiß, das ist immer ein Entschuldigung. Ui, jetzt habe ich auch mal einen Froschenhals gehabt. Ne? Nee, Froschenhals, ja, genau. durch Podcast werde ich immer krank, nein. Der Punkt ist, kann ich mich jetzt schon mal entschuldigen für alle Android-Nutzer. Es wird es erst einmal, und das liegt nicht daran, dass wir selber iPhones haben oder doch alles andere blöd finden. iPhone. Ja. Nein, es liegt einfach daran, dass der Programmierer hauptsächlich Apple-Apps macht, für iOS. Der kann auch andere, das werden wir aber auch erst machen, wenn wir eine gewisse, sagen wir mal, Rückmeldung von euch haben. Ja, wenn das Ding funktioniert und läuft und die ersten Daten drin sind halt einfach. So, und dann also sprich, auch kauft euch iPhones. Ja, genau. Also, vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem
sagen wir mal, Bekanntenkreis, der das... Hast du gerade ins Mikrofon gerülpst? Aufgestoßen. Ihr müsst jetzt auch aufhören, ich bin betrunken. ja, also das ist eine sehr interessante Sache, aber nochmal, wir labern jetzt schon 10 Minuten darüber, da wird es separate Videos zu geben. Sehr gut. Jetzt, um zum ursprünglichen Thema wieder zurückzukommen. Ach was. das war Instagram. Als Plattform, was wir uns jetzt überlegt haben, was wir mal für uns ausprobieren wollen, wo wir Bock drauf haben. Wir können euch nicht sagen, wie oft wir da jetzt posten oder sonst was. Wir versuchen es so oft wie möglich. Du hast gesagt, dass du das jeden Tag machen willst. Du, nicht ich, du. Ja, aber du ja dann nicht, weil du gesagt hast, ich schaffe nur einmal im Monat. Und zwar werden wir kleine Instagram-Videos oder Instagram-TV-Videos für euch machen, wo wir die verschiedensten Themen behandeln. Also sprich, einfach mal die Trainingseinheit des Tages oder ein bisschen Einblick geben in das, was wir selber machen, was wir selber trainieren oder auch nicht trainieren. Wenn irgendwo Sebastian und ich wir was Cooles sehen, darüber ein kleines Mini-Video machen, euch das zeigen, euch zur Verfügung stellen. Alles, was wir eigentlich so ein bisschen fühlen, wo sich nicht drüber lohnt, jetzt ein YouTube-Video drüber zu machen, aber was für euch trotzdem interessant sein kann oder ihr einen Einblick haben wollt. Plus, ihr müsst uns dann natürlich auch helfen bei der Sache, uns also quasi erzählen, was euch interessiert. Das können wir dann auch gerne, müsst ihr nicht in die YouTube-Kommentare oder sonst was machen, sondern könnt auch Instagram nutzen. Genau, das ist auch einfach. Ja. Ne, da haben wir es direkt dort auf der Plattform, dass ihr dann da private Nachrichten schreibt. Ey, worauf habt ihr Bock? Worauf wollt ihr Instagram-TV-Videos sehen? Ist es Trainingstipps? Ist es unser Training? Sind es unsere Projekte? Sind es Sachen wie jetzt zum Beispiel, worüber gesprochen mit der App, wenn wir da mal so wirklich early Sachen haben, dass wir da mal so einen kleinen Sneak Preview machen. Ja, einfach solche Sachen, gebt uns da Feedback, worauf ihr Bock habt, damit wir auch nicht das Falsche produzieren hier. Ja, und es, weil wir es eben vergessen haben, fällt mir gerade auf, wir werden ja auch damit so ein bisschen unsere Vorbereitung für das 24 Stunden auf dem Nürburgring vorbereiten. Genau, also Sebastian hat, jetzt die Katze aus dem Sack, Sebastian hat uns angemeldet. Einfach so. 24 Stunden Rennen Nürburgring, Viererteam, aktuell sind wir zu zweit. Nee, Freddy trainiert auch schon. Ja, aber da muss man vorher mal eine Leistungsdiagnostik machen, ja, der gut genug wird. Ja, ja. Na, es gibt ein Ausscheidungsfahren. Ja, ja, genau. Also wir werden da vielleicht machen wir darüber auch noch ein paar Instagram-TV-Videos dann, dass wir mal noch ein paar Mitfahrer in den Ring werfen und da gibt es dann Leistungsdiagnostik ausfahren oder FDP. Nee, ich hab's. Was? Und zwar machen wir das mit dem Testprotokoll der neuen App. Ja, wer da der Beste ist. Oder wir legen 4 Watt pro Kilogramm an. Und wer das länger fahren kann. Das ist richtig fies. Das ist auch eine gute Idee. Also, ehemalige Radsportler können das ja immer noch 4 Stunden fahren. Ja, immer. Immer locker. Kein Problem. Locker, ne? Andi Stauf, der kann das immer noch. Steht da eigentlich noch die Challenge aus? Ich glaube ja. Das wollte Deswegen habe ich es gerade auch angesprochen. Eigentlich wollte das ja Und machen. Die Jungs, ne? Die kommen auch noch demnächst mal vorbei. Das müssen wir immer noch planen. Ja, die Jungs vom Besenwagen. Ja. Übrigens, absolute Empfehlung, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt. Kommen wir gleich drauf auf die Empfehlung. Besenwagen-Podcast. Achso, okay. Hast du noch was vorbereitet? Ich habe noch was vorbereitet. Okay, sehr gut. Ja, sprich, wir werden da noch unsere 2 Mitfahrer bestimmen. Warum wir Tests machen und den Besten nehmen, ist natürlich klar. Die müssen halt das kompensieren, was wir nicht können. Ja. Also wenn ihr 70 Kilo wiegt und eine 350 Watt-Schwelle habt, bewirbt you euch are in. Ja. Ja, da kommen wir nämlich nicht hin. Aber ich habe jetzt schon letzte Woche wieder angefangen, nachdem ich wirklich lange Zeit richtig angeschlagen war, wieder angefangen zu trainieren. Ja, ging auch wieder ganz gut. Ich habe auch wieder Bock, vor allem jetzt auf Lanzarote. Ich bin da nur wenig schnell gefahren, wirklich viel rumgedümpelt. Ja. Jetzt auch noch die Überlegung, vielleicht machen wir ja auch noch so einen kleinen Trainingsplan für uns, für ein 24 zum 24-Stunden-Rennen. Nee, ich hab keinen Bock auf Trainingsplan. Also, okay. Ja, ich habe echt keinen Bock. Machst du so ein bisschen so nach Lust und Laune? Ich weiß ja, dass er lügt. Der macht ja gerade immer noch den FDP-Bilder auf Swift, um den so ein bisschen zu testen, sagt er immer. Aber heimlich, ne? Der hat natürlich Angst, dass ich besser bin. Nee, habe ich nicht. Ich weiß ja, dass ich besser bin. das wird noch ein Battle. Das wird noch ein Battle im Battle. Nee, aber ich habe jetzt Rundenzeit. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Bock wieder. Was zählt denn eigentlich, wer dann nachher besser ist? Die durchschnittliche Rundenzeit über 24 Stunden oder wer die beste Runde fährt von uns? Subjektive Wahrnehmung. B-Note, ja, dann habe ich ja gar kein Problem. Ja, okay. Kann ich ja jetzt schon aufs Podium steigen. Alles klar. Oben. Ja. Ich gönn's dir. So, kommen wir mal zu der Empfehlung. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wir haben schon wieder 1 Stunde 4. Es reicht schon Meiner Meinung nach einen der
ja, unterbewertetsten YouTube-Channel überhaupt. Ich glaube, der hat keine 500 Follower. Das ist eine Frechheit. Der heißt Sprechstunde. Und für viele Leute, die sich viel mit Medizin und Mythen, und das sind ja viele von euch, beschäftigen, das ist der Dr. Janosch Hegedűs. Ich glaube, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Facharzt für... Vielleicht liegt es am Namen. Ja, vielleicht. Aber der, wie gesagt, der Channel heißt, den verlinken wir ja auch noch, Sprechstunde. Facharzt für innere Medizin ist der. Und der hat eine ganz trockene, ich finde ja, humorvolle Art. Ihr werdet das feststellen. Ich sag mal so, der hat auch die Arbeitsgruppe um nicht Dr. Feil, also Frau Dr. Feil, ein bisschen mal näher betrachtet, was so Fastenkuren und so weiter angeht. Sehr interessant. Ich finde, der macht das überragend. Ja. Und auch so ein paar andere YouTuber, da sich immer mal ein bisschen angeguckt, was die da eigentlich so machen. Schaut euch das an. Gibt dem auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo. Das hat er mehr als verdient, weil das, was er da recherchiert hat, ist sehr, sehr gut und fundiert und evidenzbasiert. Ja, ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut, habe auch einiges von gelernt. Musste auch ein paar Mal lachen, weil es gibt ja echt Vögel auf das YouTube. Das ist immer wichtig. Ja, es gibt echt Vögel auf YouTube, ne, Nick, die kennst ja, du. Ja, ja. Die heißt Sebastian und Nick. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Nee, aber die erzählen echt einen Blödsinn. Guckt euch den an, das wäre mein Tipp. Ja, dann mache ich weiter, habe ich ja eben schon für die Promotion mit dem Besenwagen-Podcast. Haben wir den nicht schon mal? Ja, hatten wir schon mal, aber ich mache es halt nochmal, weißt du, weil die einfach, ich finde es einfach gut. Das war ja auch dein Tipp, jetzt ist es meiner. Okay. Eigentlich ist es natürlich wie immer, ich habe mir nichts rausgesucht und bin nicht vorbereitet. Ja, das merkt gerade gar keiner. So, gut. Ja, du hast aber gesagt, du hast was vorbereitet zum Besenwagen, da wolltest du noch irgendwas sagen. Jetzt guckt er mich an und weiß nicht. Nee, weiß ich nicht. Dann hör dir den Podcast nochmal an, was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass wir den nochmal einladen werden. Ach so, ich dachte, du wolltest da jetzt noch was zu sagen zu dieser Einladung. Nee. Also ja. Wir werden irgendeine also Jungs, Challenge überlegen. Wenn ihr jetzt schon zuhört, schreibt uns zwei Terminvorschläge ein. Passt. Ja, das, genau, das wäre mal was. Ja. So, perfekt, dann. Wir sind durch. Bier ist leer, Sebastian ist betrunken. Quasi Mission erfolgreich und wir hören uns oder sehen uns im nächsten Video, Podcast, jetzt neu Instagram-TV Video. Yes. Also sprich, nochmal die Chance nutzen, geht auf Instagram, Triathlon Crew Cologne, drückt auf Abonnieren und guckt unser neuestes. Folgen heißt das, glaube ich. Folgen heißt das, okay, ja. Stimmt, ich bin so im YouTube-Ding. Klickt auf Folgen. Und drückt auf Instagram TV. Und nochmal ganz kurz, wenn ihr jemanden bei Nike kennt. Nein, Quatsch. Achso, ich habe noch eine Frage. Die müsst ihr mir jetzt beantworten. Ich habe noch, da bin ich jetzt aus Zufall auf Lanzarote, wo ich habe noch so ein paar Hawaii-Videos geschnitten oder noch was fertig gemacht da. Nee, Quatsch. Es war, wo ich die Anne Haug-Doku fertig geschnitten habe. Die auf dem DTSwiss-Kanal ist. Das ist auch noch eine Empfehlung. Wer die noch nicht geguckt hat, könnt ihr euch noch reinziehen. Ja, die ist auf jeden Fall gut, ja. Ja, DTSwiss YouTube-Kanal, da ist die Doku mit der Anne Haug drauf, nicht bei uns auf dem Kanal. Und wenn jetzt irgendjemand da, ich sag dem Nick auch schon mal etwas, was nicht gut ist, ne? Ich hab das jetzt nicht nur gesagt, weil ich ihn gut kenne. Macht er nie. Auf jeden Fall habe ich dabei noch so GoPro-Footage gefunden, wo wir durch die Kaffeeplantagen auf Hawaii fahren. Einfach auf einem Fahrrad hinten die GoPro dran und dann fährt einer die ganze Zeit vor. Da habe ich mir überlegt, so was machst du mit dem ganzen Zeug? Und habe mir dann nochmal überlegt, eigentlich wäre es doch auch geil, wenn ihr, weil ganz viele von euch Bilder posten, wie ihr auf der Rolle sitzt und unseren Podcast hört und sowas. Und wenn ihr es jetzt auf Spotify, iTunes, sonst was macht, alles cool. Aber wenn ihr eh auf YouTube guckt, habt ihr Bock drauf, dass wir anstatt des Bildes Triathlon-Gelaber, was da die ganze Zeit steht, dass wir einfach da mal so ein paar Videos drüber legen, wie wir Radfahren. Also sprich, wenn Johann oder ich habe jetzt auf Lanzarote ja, natürlich die, danke, ciao. Die Chance verpasst, einfach nochmal ein paar Videos aufnehmen, wie wir radeln und das drüber legen, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Ja, ich finde das Bild nämlich selber langweilig, also schreibt mal ja. Ja? So, wir müssen Schluss machen. Ich muss auf Toilette. Guckst du das Bier? Das Bier drückt bei Sebastian. Ja. Also, haut es in die Kommentare, wenn ihr drauf Bock habt. Bis denn. Tschö, tschö.